Herr Dr. Spaniel, wir machen mal einen Krisenschnelltest. Was ist eine Krise? Eine Krise ist eine Situation, die ohne eigenes Verschulden entstanden ist und die außergewöhnliche Anstrengungen bedarf, um sie zu lösen. Welche Krisen hatten wir in den letzten Jahren? Wir hatten einige Krisen, die mehr oder weniger direkt von unserem Land aber mitverschuldet waren. Eine der Krisen war für mich wahrnehmbar die Migrationskrise. Eine zweite Krise, die war kurz davor, war die Finanzkrise. Und wir haben natürlich durch Corona unser Land auch in eine Krise gebracht. Hatten Sie Angst oder haben Sie Angst vor diesen Krisen? Ich habe keine Angst vor den Krisen. Vor keiner dieser Krisen hatte ich Angst. Ich habe Angst davor, dass unsere Politik aus dieser Krise eine Freiheitseinschränkung macht und sonstige Einschränkungen vornimmt und am Ende ein schlechtes Ergebnis abliefert und die Probleme, die ursächlichen Probleme keineswegs löst. Was wird noch in diesem Jahr geschehen? Ach, man kann, denke ich mal, momentan nicht weit in die Zukunft gucken. Und ich muss leider gestehen, dass auch meine Erwartungen in der Regel immer übertroffen wurden von noch kühneren Wolken der Regierung. Hatten Sie während diesen Krisen etwas dazugelernt? Ich habe dazugelernt, dass es vor allen Dingen wichtig ist für die Regierung, diese Krise zu nutzen, um abzulenken von eigenem Fehlverhalten und dass man die Krise in der Regel auch genutzt hat, um am Ende mehr Einschränkungen, also die Einschränkungen bleiben zu einem Teil und Freiheit ist danach einer solchen Krise nicht mehr so selbstverständlich wie vorher. Das habe ich gelernt und deshalb ist es wichtig, Krisen so zu bearbeiten oder in Krisen sich so zu verhalten, dass man die Freiheit eben möglichst wenig einschränkt. Was sollen wir nun tun? Wir, die Menschen in diesem Land, müssen weiter Protest auf der Straße zeigen und die Regierung dazu bringen, dass sie ihre Politik ändert oder abtritt. Es gibt momentan keine Krise in diesem Land. Wir haben eins nicht. Wir haben keine Energiekrise. Wir haben nur das Gerede über eine Energiekrise. Die Regierung hat diese Krise selbst verschuldet. Wenn die Regierung die Krise selbst verschuldet hat, ist es keine Krise. Was sind Ihre Wünsche für die Zukunft? Ich wünsche mir, dass das, was uns momentan fehlt, Sachlichkeit, Freiheit und ein bisschen Patriotismus, dass das in unserem Land wieder stärker eine Rolle spielt. Vielen Dank und noch einen schönen Abend hier in Stuttgart. Danke. Tschüss.